Hallöchen, meine Freunde von Dying Light. Ich begrüße euch zu meinem Videotutorial, wie man durch die Ausnutzung eines Glitches sich einerseits ganz viel Geld machen kann und andererseits auch alle verkaufbaren Items duplizieren kann. Wichtig dafür ist, dass ihr online spielt. Deswegen checkt vorher eure Einstellungen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass der Spieltyp nur Freunde ist. Und dann geht's auch direkt los. Ich spiele in der aktuellen Version 1.10.1. Und dieser Glitch lässt sich sowohl für das Hauptspiel als auch für das Add-on Sephiring ausnutzen. Ich gehe bewusst in die Slums und auch bewusst in den Turm von Brecken, weil dort in einem Zimmer ist sowohl ein Händler als auch das Bett und auch das Spielerversteck. Und das benötigen wir. Deswegen gehe ich mal schnell da rein. Wichtig übrigens ist für den Glitch des Geldes, dass ihr eine Gewebeprobe eines Flüchters habt. Denn normalerweise kostet ein Item davon im Verkauf $241. Wenn es aber im Angebot ist, kriegt man dafür 2401. Also fast verzehnfacht wird dann das Geld. So, und hier ist nämlich dieser Raum. Hier haben wir den Händler, das Bett und das Spieleversteck. Wir schauen mal kurz nach, was im Angebot ist. Wir haben jetzt hier Unterwasseralge, die wird jetzt was mehr bringen. Wir machen aber den Geld-Cheat mit der Gewebeprobe des Flüchters. Die habe ich hier schon mal vorbereitet. Eine einzige brauchte nur. Und es geht folgendermaßen so. Das Item möchten wir verdoppeln. Wir wählen aber ein anderes Item aus, was eine höhere Anzahl hat. Und diese Anzahl wird dann diese, in diesem Fall die Gewebeprobe, dupliziert oder vervielfältigt. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel das elektronische Bauteil. Wenn wir Enter drücken, kommt das Verkaufsmenü, poppt auf. Könnten jetzt eigentlich verkaufen, aber in diesem Moment trennen wir jetzt unsere Internetverbindung. Und dabei ist es vollkommen egal, ob ihr das per Software oder Hardware macht. Und da ist schon die Meldung, dass der Benutzer offline ist. Das ist sehr entscheidend, denn dadurch geht das überhaupt los. Und zwar, wir können mich jetzt Enter drücken, dann verschwindet die Meldung und erst dann können wir uns wieder vertikal im Baumenü, im Verkaufsmenü bewegen. Also einmal Enter. Und so, schon können wir uns hier hoch und runter bewegen. Wir hatten ja eigentlich, wollten eigentlich das elektronische Bauteil verkaufen, wollen aber jetzt dieses Gewebe duplizieren. Dazu drücken wir jetzt einfach C. Wir verkaufen kein einziges elektronisches Bauteil, sondern wir machen aus dem einen Gewebeprobe machen wir 704 Stück. Und das sehen wir dann im Rückkauf. Natürlich ist das natürlich wichtig, dass ihr genügend Geld habt, um euch das zurückzukaufen. Ich nehme jetzt nur eine gewisse Anzahl, da brauchen wir nämlich nicht ganz so viele. Ich drücke einfach mal jetzt Enter und ich nehme, mal was ich, so um die 100 Stück. Das ist auch vollkommen unerheblich. Dann haben wir 114. Und schon haben wir dieses Item dupliziert. Das können wir jetzt auch mal nachschauen. Und zwar haben wir jetzt hier 704 mal die Gewebeprobe. Das wäre jetzt der Glitch für das Duplizieren von allen verkaufbaren Items. Das funktioniert bei allen. Und jetzt, um das Geld zu machen, ist der zweite Glitch. Und zwar, es muss im Verkauf sein, die Gewebeprobe. Und dazu muss man ein paar Mal schlafen gehen. Und dann hat man nach einer gewissen Zeit, hat man dann halt im Verkauf das Item, was von $241 auf den Wert von $2401 steigt. So, schauen wir mal nach, ob schon soweit ist. Nein, toxische Flechte ist gerade im Angebot. So, und nun ist es soweit. Vom eigentlichen Preis von $241 ist nun der Preis verzehnfacht worden. Und nun können wir, weil wir jetzt die WG-Probe in meinem Fall 704 mal erhöht haben und das nur für pro Stück für 241 gekauft haben, können wir nun noch alles verkaufen? Wie ihr seht, ich habe hier 70 Millionen. Klickt mal auf Enter und verkaufen alles. Und jetzt haben wir schon 71,85 Millionen. Ja, und das war's auch schon. Jetzt wisst ihr, wie ihr in beiden Spielen, also im Hauptspiel und im Add-on, wie ihr halt alles Mögliche vervielfältigen könnt. Wie ihr seht, habe ich das schon sehr oft gemacht. Einmal mit um die 700 und dann auch einmal, hatte ich ein bisschen Langeweile, habe ich dann 14.000 gemacht. Wie viel ihr macht, ist euch überlassen. Es ist kein direkter Cheat, es ist ein Glitch, also eine Ausnutzung eines Fehlers.
Das müsst ihr selbst entscheiden. Ich bin schon ziemlich weit, im Hauptspiel bin ich schon längst durch und das Add-on bin ich auch schon weitergekommen. Müsst ihr selbst entscheiden, was ihr halt alles vervielfältigt. Praktisch sind natürlich immer Waffen. Das habe ich dann auch bei meinen besten Waffen gemacht, zum Beispiel das Katana. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ihr könnt übrigens jetzt auch, nachdem ihr halt das dupliziert habt, euer Internet wieder anschalten. Und jedes Mal halt, wenn ihr was duplizieren wollt, müsst ihr halt einmalig kurz das Internet deaktivieren. Und nachdem man es dupliziert hat, kann man halt dann wieder das Internet freischalten. Und weiter geht der Spaß. Ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Vielleicht auch einen netten Kommentar. Oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, noch viel Spaß bei Dying Light. Ich werde es haben mit meinen Leuten. Das werdet ihr auch in den nächsten Aufnahmefolgen sehen. Also, bis bald. Euer Istelux. Tüdelü.